Februar wurde bei mir wurden an beiden Seiten der Stimmbänder Papillome festgestellt. Und daraufhin wurde die Operation vorgenommen. 4 Wochen später die zweite Operation. Danach sollte ich anfangen, leichte Stimmübungen zu machen. Und nach 9 Wochen haben sie jetzt festgestellt, dass es leider auf beiden Seiten wiedergekommen ist. Und es sollte erneut operiert werden. Da ich aber mir unbedingt eine zweite Meinung einholen muss, und da wurden sie mir dann empfohlen, weil es hieß, dass sie eventuell bei der Operation, dadurch, dass was eingespritzt wird, die Möglichkeit besteht, dass die Abstände größer werden, in denen die Warzen vielleicht nicht wiederkommen. Und da ich zurzeit im Referendariat bin als Grundschullehrerin, wäre das schon sehr schön, wenn die Abstände so wären, dass ich demnächst wieder unterrichten könnte, beziehungsweise auch auf das ganze Leben hin die Abstände so wären, dass man diesen Beruf weiterhin ausüben kann. Ich wurde vor gut 4,5 Wochen operiert und es war das erste Mal, dass ich dann bei der Nachuntersuchung direkt wieder sprechen konnte. 13 Wochen war die Stimme dann weg und dann war sie direkt nach der OP wieder da, zwar noch im kratzigen Zustand, aber man konnte mich auf jeden Fall wieder verstehen. Das war ein sehr, sehr schöner Moment für mich. Jetzt sind 4,5 Wochen vergangen. Herr Dr. Hess hat auf beiden Seiten der Stimmbänder noch Papillom stehen gelassen, hat dort Virostatikum injiziert und heute wird geguckt, wie haben die Papillome darauf reagiert, ist es nachgewachsen oder nicht. Und das überschüssige Papillom wird weiter abgelasert und dann gucken wir mal, wie die Stimme danach klingt. Hoffentlich noch ein bisschen besser. Nun das Ergebnis nach beiden OPs. Mir geht es soweit gut. Ich kann die Stimme wieder richtig gut einsetzen. Da ich ja auch in der Schule arbeite und im Moment im Referendariat bin, kann ich jetzt auch, wenn ich in der Sporthalle bin, da ich Sportlehrerin bin, wieder laut mit den Kindern reden und rufen. Ich bin sehr glücklich, dass es überhaupt wieder geht und was daraus geworden ist. Bin gespannt, habe jetzt am 13. Oktober den nächsten Termin, wie es da aussieht, ob etwas nachgewachsen ist oder nicht. Und das ist jetzt der Zwischenstand. Ganz liebe Grüße.